auf der Bühne. Ich musste irgendwie raus. Es ist irgendwann schwierig, die furchtbare Wirklichkeit in lustige Witzchen zu verpacken. Und deswegen dachte ich mir, nein, ich muss jetzt mal raus. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt und bin den Jakobsweg gefahren. Selbst. Ganz ohne Chauffeur. Und das war eine Grenzerfahrung. Ich habe ja keinen Führerschein. Und auch kein Auto. Ich habe mir extra für den Jakobsweg eines besorgt. Und ich habe lange überlegt, was ist das spirituellste Gefährt? Und auf eBay habe ich es dann gefunden. Ein gebrauchtes Papamobil von Johannes Paul II. Wahnsinn. Ich habe es aber nicht genommen, weil ich wusste, mit dem Ding kriege ich nur Ärger. Das hat der Pauli sicher geklaut. Ja, ich weiß, wir steigen tief ein. Ja. Autoklauer, Polenwitze kommen nicht mehr vor. Ja, ich habe ist ja auch Blödsinn. Ich habe mir einen klassischen Jeep zugelegt. Das braucht man am Jakobsweg, schon einen ordentlichen Geländewagen, weil Gottes Wege sind unergründlich. Und vor allem nicht asphaltiert. An einer Stelle hatte ich eine Marienerscheinung. Es war nur eine Pilgerin oben auf der Windschutzscheibe. Aber nicht zum Nachdenken. Viel los am Jakobsweg, muss ich sagen. Auch zu dieser Jahreszeit, es war körperlich für mich sehr anstrengend. Ich hatte Blasen an den Füßen vom ständigen Bremsen, Blasen an den Händen vom dauernden Hupen. Ich sah aus, als hätte ich Stigmata. Und in einer Herberge ist es dann passiert. Da haben sie mich für den Heiland gehalten. Das letzte Stück zur Kathedrale getragen. Gott sei Dank, ich habe gesehen, vor dieser Kathedrale hätte ich nie einen Parkplatz gekriegt. Ja, ich schreibe jetzt ein Buch über meine Pilgerfahrt. Das heißt, ich muss da mal durch. Jetzt sind ja ein Riesenerfolg. Nein, es hat mir gut getan. Ich finde das wirklich schwer zu verkraften. Also die furchtbaren Nachrichten überall, im Fernsehen, in der Zeitung, auch in der Klatschpresse. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, die Klitschkos haben sich getrennt. Ernsthaft? Jetzt? Ich dachte, die wurden bei der Geburt getrennt. Aber nein, es ging ja gar nicht um die Brüder, es ging um das Ehepaar, diese Vitali und Natalia Klitschko. Die gehen jetzt getrennte Wege. Er ist im Krieg, sie bei Let's Dance. Ich werde auch noch von der Klatschpresse gefragt, Frau Ecker, in diesen düsteren Zeiten, was macht die Liebe? Da sage ich sagen, lange schon ist in meinem Leben ein Mann, und seither in meinem Mann kein Leben. Das Geheimnis unseres Glücks. Aha, Applaus. Nein, aber es funktioniert, ja? Und ich muss sagen, das Geheimnis unseres Glücks, wir machen einfach nichts gemeinsam. Schon während der Corona-Zeit. Da haben wir beschlossen, der eine lässt sich impfen und der andere nicht. Damit zumindest einer überlebt. Letztlich haben wir beide überlebt und an diesem Wochenende ist es soweit. Wir feiern Silberhochzeit. Also seine. Ja? 25 Jahre Ehe zusammengerechnet. Also wir feiern zusammen mit all seinen Ex-Frauen, die wir finden konnten im Garten. Und nein, wir feiern im Garten mit denen, die wir finden konnten. Das klingt missverständlich. Und das wird schön. Er erneuert mit jeder sein Trennungsgelübde und dann wirft er einen Blumenstrauß. Und das Kind, das ihn fängt, erkennt er als der Seine an. Ich freue mich sehr. Ich hätte anlässlich dieser Feier gerne nochmal mein Hochzeitskleid angezogen. Aber ich passe nicht mehr rein. Es ist einfach zu groß. Mein Mann hat es zu oft angezogen. Also nicht sich selbst, so schlimm ist es nicht. Nein, anderen. Er vermietet es an meine Fans und kriegt immer mehr Geld dafür, weil er es nie reinigen lässt. Die
Rüschen sind heute Pailletten. Ja, ja, also viele finden das grauslich, viele sagen mir, für sie wäre das ein Scheidungsgrund, aber für mich nicht. Ja, ich sage es Ihnen gleich, egal wie verrückt mein Mann auch wird, ich werde mich nie scheiden lassen, dafür bin ich zu konservativ. Ich heirate lieber einen dazu. Was sind diese Tiernamen für die Panzer? Leo, Puma, Käfer, Mausi. Klingt wie die Ex-Frauen von Richard Lugner. Früher war es umgekehrt, ja, da hatten Waffen Frauennamen. Aber das geht heute nicht mehr, weil immer mehr Damen in der Armee sind. Und wenn der Offizier da fragt, wo ist die dicke Bertha? Dann heißt die liegt im Lazarett. Regelschmerzen. Nein, ich meine Mörser mit 42 Kaliber. Sag ich ja, Regelschmerzen. Eben diese Waffenlieferungen. Wobei, es ist ja in Ordnung, wenn man darüber spricht, nur mich interessiert es, dass es so, schauen Sie, es geht immer nur darüber, was geliefert wird, aber nicht wie. Das wäre doch interessant. Wir dürfen ja keine Truppen schicken. Wie kommen die Panzer also in die Ukraine? Also lässt man die kurz vor der Grenze stehen, schickt dem Zelensky einen Zettel, wir haben sie nicht angetroffen. Der Panzer wurde an einen Nachbarn übergeben. Welchen? Das muss ja überall herumfragen, hat nur 7 Werktage Zeit. Das ist einfach. Und wie sind die Lieferwege? Mit mehreren Möglichkeiten, aber keiner scheint mehr passen. Durch Tschechien, deutsche Panzer in Tschechien anrollen, die eröffnen das Feuer. Da können Sie 100-mal dazu sagen, wir wollen da nur durch. Das haben wir damals auch gesagt. Das kann die ganze Zeit das machen. Und durch Polen geht es genauso wenig, da werden die Dinger gleich geklaut. Jetzt kommt keiner mehr versprochen. Und Österreich? Ja, na, besser nicht. Ja, das macht uns falsche Hoffnung. Apropos, ich werde ja vor allem hier in Deutschland von Deutschen sehr oft vorwurfsvoll gefragt, was macht ihr Österreicher eigentlich für die Ukraine? Jetzt ganz im Ernst, was sollen wir denn machen? Ja. Welche Geschütze sollen wir Österreicher liefern? Gulaschkanonen? Granatsplitter? Wenn Österreich kriegstauglich wäre, dann bekämen sie das mit. Dann wäre Bayern schon bei uns. Ja, danke schön. Da wird geklatscht, da gibt es keine Solidarität. Aber das ist das, was ich mich eigentlich immer frage. Wie ist das geregelt, wenn ein NATO-Land angreift? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher, Annalena Baerbock wacht wieder in einer anderen Welt auf. Aber nein, wir wollen ja jetzt nicht über diese, unsere furchtbare Welt reden. Das habe ich Ihnen ja eigentlich versprochen, dass es heute nicht um die Tagespolitik geht, sondern Sie in eine ganz andere Welt zu entführen, nämlich, boom, die ungekürzte Lesung. Das war schon auch schnell verreckt. Ja. Keine Sorge, es gibt eine Pinkelpause bei der Hälfte. Ist dann ungefähr 2. Nein, ich würde Sie niemals mit einer Lesung belästigen, das ist ja furchtbar, zu sowas würde ich selbst nicht gehen. Ich möchte lieber ein paar Fragen beantworten, die Ihnen sicher auf der Seele brennen, wie zum Beispiel, warum? Warum nur Frau Eckert ein zweiter Roman? Warum gönnen Sie sich keine Pause? Oder zumindest Ihren Lesern? Wir sind gerade mal auf Seite 10 von Omama, mein erster Roman. Es war ein Welterfolg, 100-fach übersetzt, sogar ein südafrikanischer. Da sprachen die gänzlich aus Klicklauten bestimmt. Ja, es war wirklich ein Bestseller, aber ich konnte mich damals nicht freuen. Als mein erster Roman rausgekommen ist, da gab es gleichzeitig ein paar Skandälchen um meine Person. Und das hat mir verkaufstechnisch sehr unter die Arme gegriffen. Ein Croissant querfrissen. Nein, da muss man realistisch bleiben. Brunhilde hätte kein Croissant verzehrt. Ja, nein, sie hätte um Pumperlich gefragt. Pumperlich! Bitte Pumperlich, der sehr
Vergangenheitsbewältigung. Ich weiß ganz genau, dass Sie Deutsche in diesen Pumpernickel reinhauen, all das, was Sie loswerden wollen. Hitlerbilder, Stasi-Akten. Im Osten habe ich mal auf eine Lenin-Statue gebissen. Natürlich. Um diesen Pumpernickel runterzuspülen, da braucht es auch viel Kaffee. Ja? Und ich bin froh, dass Sie das aussprechen und nicht wie wir in Wien Kaffee, weil das, was Sie servieren, ist Kaffee. Ja? Das ist dieses eklige schwarze Geschloder. Ja? Aber es ist nicht viel mehr. Hier weiß ich es nicht, also hier wird es ein bisschen besser in den Norden rauf, aber im Osten, ich liebe es im Osten zu wohnen, aber diese Bäckereien dort, wo alles so trocken, also eine IG Metall ist eine Hofmutterei. Schärft uns das, uns Österreicher und die Franzosen, dass sie sich da ein bisschen keck zwischen uns schieben, das hält unsere Liebe am Lodern. Und naja, eines wird uns immer verbinden. Wir haben ein gemeinsames Kind. Ein sehr berühmtes noch dazu, Sie kennen es sicher alle. Den Sadomasochismus. Seine sexuelle Spielart mit doppelter Staatsbürgerschaft. Es kommt zum einen von Sadismus, benannt nach dem Franzosen Marquis de Sade, und zum anderen aus dem Masochismus, benannt nach dem Österreicher Leopold von Sacher-Masoch. Wir haben das Buckeln und Treten nicht erfunden, aber wir haben es sexuell veredelt. Darauf sind wir sehr stolz. Der Sadomasochismus ist nur eine von 1000 sexuellen Spielarten, die in diesem Buch Platz gefunden haben. Ja, ich gebe zu, es ist ein sehr schlüpfriger Roman, aber da habe ich mich weiterentwickelt, weil wenn Sie mein erstes Buch gelesen haben, da geht es sehr fäkal zu. Und naja, also Freud hätte gesagt, das ist ein Fortschritt. Ja? Also von der analen zur genitalen Phase, ja, dieser Logik entsprechend, müsste der dritte Roman eine ödipale Geschichte sein. Ich habe extra zu Forschungszwecken jetzt einen Sohn gezeugt. Wie gesagt, er ist zwei, es funkt noch nicht so wirklich zwischen uns. Ich weiß auch nicht, aber ich habe Hoffnung, dass das noch wird. Es ist auch dieses dauernde Windeln wechseln, da bleibt die Romantik auf der Strecke. Geben Sie mir ein bisschen Zeit für den dritten Roman, ja, einstweilen haben Sie ja den, aber ich muss nicht, dass Sie enttäuscht sind. Ja. Wirklich schlüpfrig, da müssen Sie schon, da muss auch die Aloysia noch einiges erleben. Es ist ja auch ein Bildungsroman, also sie ist nicht gleich am Anfang die beliebteste Prostituierte von Paris. Sie fängt ganz unten an, dort, wo auch ich angefangen habe, als ich nach Paris gekommen bin, nämlich als Hostess auf einem Autosalon. Man kann darüber streiten, ob das geglückt ist, und ich würde es jetzt mal nehmen, Ostdeutschland. Ja, also das wissen Sie, Österreich und Ostdeutschland sozusagen, wir machen ein neues K&K-Imperium. Kaiserlich und kommunistisch. Mit mir als neuen Kaiserin. Und das wird gut werden, ja, also ich werd die ordentlich regieren, ich werde so eine Mischung aus Stalin und Sissi. Nasi. Nasi, die Erste. Das ist dann auch schon der Titel für das neue Kabarettprogramm, Kaiserin Stasi, die Erste. Es hat Premiere passenderweise am 3. Oktober. Da wissen schon gar nicht mehr alle, was da passiert. In Leipzig, verzeihen Sie mir den Lokalpatriotismus und verzeihen Sie mir sowieso, aber ein bisschen Strafe muss sein, das erste Dreivierteljahr spiele ich ausschließlich in Ostdeutschland. Ja, ich fand es irgendwie niedlich, die Idee, dass Sie mal kommen müssen, wenn Sie was Exklusives machen wollen. Aber Sie sind natürlich herzlich willkommen. Ja? Also das schärfe ich den Ostdeutschen ein, dass sie lieb sind, dass sie höflich sind, wenn jemand von ihnen rüber macht. Ja? Also jeder ist willkommen, wir schließen niemanden aus. Aber auch da, um Himmels Willen, bitte kein Ticketkaufzwang. Das ist, wenn Sie sagen, oh, warum soll ich mir das Kabarettprogramm anschauen, jetzt war es heute schon so furchtbar. Nein, ja? Sie können sich im Herbst das Kabarettprogramm anschauen oder dann in 5 Jahren die Nachrichten. Das wird das sein. Aber Sie sind dann nicht so geschockt, wenn geputscht wird und Sie es schon mal auf der Bühne gesehen haben. Ja. Weil, wie gesagt, ab Herbst mündet die Donau in die Elbe. Seid bereit? Immer bereit. Immer bereit. Ja, das üben wir doch. Ja, das üben wir doch.
aber ja, nein, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen und einstweilen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie der Trost. Alles Liebe und vielen Dank.